Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Im Internet zu finden auf klemmbausteinlyrik.de und auch abrufbar über 1000steine.de. Und das, was ich hier in Händen halte, das ist wahrscheinlich eines der schönsten Modelle, die dieses Jahr, nämlich 2014, von Lego erscheint. Es ist nämlich genauer gesagt der Mini Cooper und dann nochmal genauer gesagt, nämlich der Mini Cooper MK7. Wer bei Wikipedia mal danach sucht, der wird feststellen, dieser Wagen wurde wohl so 96 bis 2000 hergestellt, in so einem eher klassischen Design. Und das wird man gleich auch, wenn man das fertige Modell dann sieht, auch wieder entdecken. Es sind eine ganze Reihe Tüten, die man hier rausholen kann, und man erkennt schon an den einzelnen Steinen viel Grün, und zwar viel von diesem typischen Mini-Grün, was man dann ja vielleicht auch von den Straßen erkennt. Insgesamt sind es 1077 Teile für knapp 90 Euro. Das geht eigentlich fast noch. Und ja, wie gesagt, erschienen jetzt 2014 für VIPs schon Mitte Juli. Alle anderen, also VIP heißt auch nur, man hat sich da vorher für angemeldet, ganz normal im Verkauf dann ab dem 1. August 2014. Natürlich gibt es auch noch Anleitungen und ein paar Aufkleber. Da ist sogar noch ein kleiner Gag, den werden wir gleich uns nochmal genauer angucken. Ja, und zwei entsprechende Anleitungsbücher sind dabei. Bauzeit, ja, 2,5 bis 3 Stunden kann man da durchaus schon mal dran sitzen. Und wenn man das dann alles zusammensteckt, dann erhält man nämlich etwas, das zumindest Ähnlichkeit hat mit diesem hier. Das habe ich jetzt von Wikipedia mal als Bild. Man erkennt, dass es vielleicht ein bisschen anders aussieht. Farblich passt es auch nicht, aber Herrgott, wo soll ich denn sonst so ein Bild herkriegen? Und ein Cabrio ist es auch nicht, aber es gibt Ähnlichkeiten. Allein schon, man möge sich kurz mal die Scheinwerfer angucken oder auch die entsprechenden Radkappen. Und da werden wir sie nämlich wiedererkennen, wenn wir hier das fertige Modell vor Augen haben. Sieht erstmal ziemlich klein aus. Es gibt ja auch noch so ein Mini-Modell davon dazu, wenn man zurzeit im Lego-Shop das Ganze kauft bzw. bestellt. Aber nö, das hat schon eine gewisse Ausmaße, nämlich 11 cm hoch, 25 cm lang und 14 cm breit. Und dann wird es natürlich richtig spannend, wenn wir gleich mal reingucken in das Gefährt. Es rollt übrigens richtig schön, also sehr sanft gleitet es dahin. Man möchte eigentlich den ganzen Tag nichts anderes tun, als diesen kleinen Mini Cooper, diesen Frechdachs, durch die Gegend schieben. Vorne sehen wir jetzt natürlich das Typische, was man so kennt, Mini-Zeichen, Kühlergrill und Nebelscheinwerfer und auch normale Scheinwerfer. Aber das Witzigste ist eigentlich unten das Nummernschild. Da können wir nämlich nach Belieben aus den Aufklebern wählen, die dabei liegen. Oben dieses typisch Englische, wir können auch die Dänischen und. Ich habe jetzt hier mal das deutsche Nummernschild genommen. Das passt sicherlich auch, ja. Wie gesagt, die Scheinwerfer und diese Nebelscheinwerfer, sehr schön, auch wenn man mal so von der Seite sieht. Die haben auch so richtig so eine Wölbung, sind aus mehreren Steinen zusammengelegt. Auch an der Seite noch ein paar Lämpchen, auch da über den Reifen. Auch hier schön diese entsprechenden, an der Seite zum Beispiel diese Rennstreifen, oben auch zum Beispiel auf der Motorhaube die Streifen drauf. Dann diese Partie sehr massiv gebaut, also da wackelt nichts, das ist schön fest gemacht. An den beiden Seiten gibt es dann noch so Rückspiegel, die auch ganz nett gemacht sind, weil sie vorne dann noch diese weiße Applikation haben. Da geht es weiter mit den Rennstreifen. Hier noch ein Aufkleber, wo Mini Cooper draufsteht. Hinten dann auch wieder Räder mit den entsprechenden Radkappen, die dann da, ja, wie gesagt, sehr schön sanft sich drehen. Darüber auch der Radkasten. Also viele Details, die man erkennt. Vorne auch zum Beispiel silberne, die Stoßstange vorn und hinten. Sehr schön, da wieder das Nummernschild. Auch Lämpchen entsprechend natürlich. So soll es natürlich sein, nach hinten. Unten auch diese roten und einen Auspuff haben wir auch noch. Soll natürlich auch natürlich alles in Ordnung sein. Da gibt es auch noch ein paar kleine Gags, die wir uns gleich nochmal angucken werden. Insbesondere hinten, da ist noch was. Auch der Türgriff, sehr schön. Ich wiederhole mich, glaube ich. Also es sieht wirklich richtig klasse aus. Wirklich sehr wie ein Mini Cooper. Wer sowas mal gefahren hat wahrscheinlich oder es immer mal haben wollte, dem geht es jetzt sowieso schon das Herz auf. Da auf dem Dach sahen wir gerade eben noch eine Antenne und jetzt gucken wir mal ins Innere des Wagens und da ist auch eine ganze Menge los. Natürlich Scheiben, da sehen wir links und rechts natürlich wieder die Rückspiegel, aber hier zum Beispiel auch eine Gangschaltung, die sich zumindest leicht bewegen lässt. Daneben ein großes Steuerrad, das man auch drehen kann, das allerdings keinerlei Auswirkungen auf den Radstand hat. Also die Räder drehen sich da jetzt nicht mit und man merkt schon unter dem Rad, da passt jetzt nicht wirklich noch ein Knie drunter. Das ist eher was zum Angucken, nicht zum Reinsetzen. Also gut, für eine Minifigur passen auch die Dimensionen nicht. Vorne erkennen wir auch dann das Armaturenbrett mit dem Radio, ein paar Knöpfen, eine Anzeige, auch so angedeutetes Holzfurnier.
Und hier haben wir sogar noch eine Handbremse, die wir auch hoch und runter ziehen können. Allerdings auch hier ohne Funktion. Also das hat keine Auswirkung darauf, ob das Teil jetzt weiter rollt oder nicht. Ja, hier erkennt man auch zum Beispiel dieses tolle Karo-Muster, was jeweils auf den Sitzen und auf der Rückbank ist. Wobei man die Sitze vorne nach vorne klappen kann, sodass gegebenenfalls auch noch jemand einsteigen könnte. Und dieses Karo-Muster hat natürlich diesen typischen Effekt auch. Es sieht einfach britisch aus, dieser Wagen. Wie natürlich das Lenkrad dann auch auf der rechten Seite ist. Also alles, was hier auf Deutschland hindeutet, das wäre dann höchstens eben, so wie bei mir jetzt, das Nummernschild. Ansonsten alles urbritisch, was wir haben, wie natürlich der Mini generell auch ein britisches Fahrzeug deutlich zu erkennen ist. Ich glaube mal, wer so einen Teil mal besessen hat, dem wird spätestens jetzt warm ums Herz. Auch da oben sieht man noch was Rundes, da wo die Tür an die Schwelle kommt. Also hier stößt man sich nicht die Knie, alles aus einem Guss. Und ich sagte ja auch schon, sehr massiv. Selbst die Kopfstützen kann man noch, wenn man möchte, ein wenig nach vorn und hinten drücken. Und wenn man möchte, kann man eben auch dieses Verdeck wieder drauf machen. Bitte schön, da allerdings mit der Antenne nach vorne. Jo, siehste, sitzt, wackelt und hat Luft. So, jetzt gucken wir nochmal, was es hier noch so an Gags zu entdecken gibt. Es gibt nämlich noch ein paar Dinge, wo wir was öffnen können, zum Beispiel die Motorhaube. Und was erkennen wir darunter? Oh, welche Überraschung. Ein Motor mit, weiß nicht, ob das Lautsprecher sind. Auf jeden Fall ist ein Motorblock da drin. Vielleicht ist das auch die Kühlung. Also ein bisschen was kann man da durchaus doch erkennen. Ja. Aber auch nicht zu viel. Machen wir mal wieder zu. Noch spannender ist da eigentlich das Hinterteil. Wenn wir hier nämlich den Kofferraum aufmachen, dann ist da nicht nur Leere. Nein, da ist ein Picknickkorb drin. Und wie denn auch hier Lego selber beschreibt, damit die Romantik eben auch nicht beim Ausflug aufs Land zu kurz kommt. Da haben wir dann hier schon mal eine Picknickdecke, auch im Karo-Muster. Und den ganzen Picknickkorb. Da sehen wir schon ein Brot, ein paar Gläser. Und wenn wir ein bisschen Fantasie entwickeln, glaube ich, ein Käse. Oder was das dann da sein soll. Hier haben wir nochmal die Gläser dann von der vorne zu sehen und da das Brot. Ja, ja, gut, sagen wir mal so, Wasser im Munde zerläuft einem jetzt nicht, aber es passt natürlich ideal zu diesem Gefährt dazu. Und eine Wasserflasche haben wir auch noch. Wir sehen, das Glas ist halb voll, sagen wir mal so. Hier sehen wir das Ganze nochmal aufgebaut. Möchte man sich am liebsten dazusetzen. Der Korb selber, da kann man dann den Griff auch umbiegen, damit er dann auch hinten in den Kofferraum hinpasst. Und hier, wie gesagt, diese halbvolle Flasche mit diesen zwei Legosteinen, die aufeinander sind, auch sehr schön gelöst. Oben noch so ein kleiner Verschluss. So, aber das war es ja hinten noch nicht alles. Wir machen nochmal auf. Ist ja zwar leer, denkt man, aber jetzt wird es gleich Zauberei, nämlich wenn wir das untere jetzt noch ein wenig weiter anheben, da ist nochmal so eine kleine Aussparung, da können wir dran drücken und sieh an, ein Reserverad befindet sich noch unten drunter, wenn denn mal wieder ein Löchlein im Rad sein sollte, dann kann man damit dann auch das Ganze schnell reparieren. Wie gesagt, auch eher was zum Zeigen. Na, jetzt hat sich es irgendwie verklemmt, doch. Geht wieder. Hm, schön. Und jetzt zeige ich nochmal, dass man auch tatsächlich den kompletten Picknickkorb da wieder verstauen kann. Die Wasserflasche an die Seite drücken und den Rest hier in den Picknickkorb rein. So. Und das Ganze noch umdrücken. Ja, soll auch so plan liegen. So, das passt schon mal wunderbar so rein. Und jetzt gibt es auch bei der Lego-Anleitung noch eine Faltanleitung. Bitte nämlich einmal längs, einmal quer und nochmal längs. Und dann passt es nämlich auch da drauf und Klappe zu. Schon ist der Mini zur romantischen Landpartie bereit. Wir fahren noch ein bisschen hin und her. Ich sagte ja schon, glaube ich, sehr sanft rollt er dahin. Also das macht schon deutlich selbst das ein bisschen Spaß. Naja, also wollen wir nicht übertreiben. Das große Modell, was sozusagen dazu passt, ist natürlich hier unser VW T1, der schon vor einiger Zeit mal erschienen ist. Den gibt es auch noch im Handel. Der ist auch noch sehr, sehr schön. Ich finde den auch noch detaillierter. Er ist auch noch ein bisschen größer, hat auch noch 300 Teile mehr. Also so gesehen ist da noch ein bisschen mehr dahinter. Kostet aber auch nur 10 Euro mehr. Also, wenn man beides noch nicht hat, würde ich weiterhin erstmal zu dem VW T1 links greifen. Da hat man noch ein bisschen mehr von. Allerdings ist der auch filigraner. Also, da ist auch öfter mal bei mir, dass da mal irgendwas abgeht oder was Kleineres dann nicht kaputt. Da kann man ja wieder randrücken, aber da merkt man schon, das ist so ein bisschen auf Kante genäht. Hier bei unserem Mini Cooper, da ist alles sehr massiv, sehr fest. Da hat man fast das Gefühl, den könnte man runterfallen lassen. Da passiert eigentlich viel. Und wenn wir jetzt mal die Anleitung ansehen,
ansehen. Auch da wenig Überraschung. Drei Tüten, naja, also es sind drei Tütengruppen, muss man sagen. Die eine, die macht dann eher so den Unterbau. Da sehen wir gerade das Reserverad hinten. Die zweiten Tüten, die machen dann insbesondere die vordere Partie und den ersten Teil des Restautos. Und logischerweise dann in der zweiten Anleitung mit dem Rest, da gibt es dann eben zum Beispiel auch das Verdeck und natürlich auch den hinteren Teil, den man dann bauen kann. Ich sage ja, so 3 Stunden kann man da durchaus, wenn man zügig baut, mit verbringen. Wenn man sich Zeit lässt, wahrscheinlich auch ein bisschen noch mehr. Also, man merkt schon an meiner Begeisterung, ein richtig schönes Modell, toll geworden. Gerade so diese kleinen Details mit dieser Musterung, auch der Sitze und mit den Lampen vorne und eben mit dem Picknickkorb und. Da kommt man wirklich in Schwärmen. Also ein richtig tolles Modell, dass hieraus was geworden ist. Wer also irgendwas für diesen Mini Cooper über hat, der dürfte, glaube ich, zur idealen Gruppe derer gehören, die hier knapp 90 Euro dann in die Hand nehmen. Und man kriegt ja zurzeit auch noch einen kleinen Mini Cooper dazu. Was will man mehr? Das war's dann für heute mit der Klemmbaustein-Lyrik. Wir hören uns dann bald wieder und tschüss.